Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch eine zertifiziert nachhaltige kleine Stadtvilla für eine bis zu fünfköpfige Familie. Das Musterhaus Urban Life von Fertighaus Weiß steht hier im Deutschen Fertighauscenter Mannheim und ist gerade erst eröffnet, also ganz top aktuell. Kompakt, preisoptimiert auch für den kleineren Geldbeutel, aber mit allem, woran man denken muss. So lautet das Versprechen des Hausanbieters und wir schauen, ob das alles so passt und wie das so aussehen kann. Kommt mit! Ich habe ja gesagt, kleine Stadtvilla, so klein ist das Haus gar nicht. Es bietet insgesamt 164 Quadratmeter Wohnfläche. Das liegt aber auch daran, dass wir hier zwei volle Geschosse haben. Die Abmessungen sind tatsächlich recht kompakt. Das sind 10 mal 10 Meter. Das Ganze ist also quadratisch. Es gibt vorne einen kleinen Eingangserker, nochmal 350 mal 250, der sich dann auch gleich verlängert, praktischerweise in so ein Vordach. Das schauen wir uns gleich alles an. Wir haben auf einem quadratischen Haus hier ein Walmdach bzw. ein Zeltdach. Das heißt so, weil sich alle Dachflächen in einem Punkt treffen und eben nicht in einem First. Auf allen vier Seiten verteilt eine Photovoltaikanlage und rundherum ein Dachüberstand von 40 cm umlaufend. Das obere Geschoss hat eine Rohbauhöhe von 2,60 m. Das heißt, ihr habt überall oben volle Geschosshöhe. Das schauen wir uns natürlich auch an, wie das innen aussieht. Und wir haben hier, was ganz besonders ist an diesem Haus, wirklich überall gleiche Fensterformate im Obergeschoss. Die sind tatsächlich nicht bodentief, sondern haben innen etwa eine 40 cm hohe Brüstung, was für die Räume ganz, ganz schön ist und für außen ein sehr, sehr klares Fassadenbild gibt. Das ist übrigens auch typisch Stadtvilla, symmetrische, klar gegliederte Fassaden. Und ihr seht auch schon, da ist so eine Glasabsturzsicherung, die direkt in den Fensterrahmen integriert ist, was immer sehr schick aussieht. Und das ist dann eben alles auch schon mit drin, wenn die Bauelemente auf die Baustelle kommen. Auch die integrierten Mückengitter und so, sodass das eine ganz saubere Lösung ist. Von den Fenstern her sind das hier Kunststofffenster, zweifarbig foliert. Das ist außen quarzgrau, innen weiß. Das ist, glaube ich, von der Farbnummeral 7039. Und die Fassade ist hier auch nicht weiß, sondern so Schlammfarben. Die Stofffarbnummer ist 31333 für die, die es genau wissen wollen. Ihr könnt aber auch gerne noch mal nachfragen. Und wir sehen hier hinter mir schon was ganz Besonderes. Wir haben hier so eine aufwendige Pergola. Das ist natürlich nichts Kostenoptimiertes. Das ist ein Add-on, das man sich gönnen kann, wenn man möchte. Dazu sage ich euch auch noch mal von drinnen was. Bringt natürlich viele Vorteile. Ist hier extra auch schon ein bisschen kleiner gehalten wegen der Kostenoptimierung. Auch die gleichen Fensterformate sind natürlich ein Kostenthema. Und wir werden auch drinnen schon sehen, es gibt sehr viele Festverglasungen und keine Hebeschiebetüren, sondern Drehkippbeschläge, die auch alle die gleichen Formate haben. Das Ganze ist nicht nur kostentechnisch günstig, sondern wie ich finde, gibt es auch eine sehr aufgeräumte Optik. Jetzt sind wir hier schon zum Eingangsbereich gekommen. Ich habe euch ja gesagt, auf diesem Anbauerker, da ist ein erweiterter Technikraum drin. Es geht natürlich auch ohne. So gibt es ein bisschen mehr Luft innen, weil das Haus auf Bodenplatte steht und keinen Keller hat. Hat ein titanzinkgedecktes Flachdach mit 3 Grad Neigung, das sich hier gleich erweitert in diese praktische Eingangsüberdachung. Und wie das jetzt hier im Eingangsbereich und innen aussieht, schauen wir uns jetzt zusammen als nächstes an. Trend und viel nachgefragt sind wohl gerade diese Echtholztüren. Deshalb hat man hier jetzt eine Eichetür klar lackiert. Das ist ein Edelholz und in dem Fall kein Problem, weil es hier das feste Vordach gibt, das also jetzt UV-Strahlung und Schlagregen geschützt ist an der Stelle. Und man sieht schon, das wird hier vom Hersteller auf Wunsch alles in der eigenen Schreinerei gefertigt. Das passt also alles zusammen. Wir haben jetzt hier ein Eiche-Parkett auf dem Boden,
das Türblatt und hier gleich, wenn ihr reinkommt, die Einbaumöbel, die Garderobe. Und das ist eben alles das gleiche Holz, was sehr, sehr schön ist. Auch dieses Parkett direkt bis in den Eingangsbereich ist natürlich so eine Sache. Im Alltag hat man dann da wahrscheinlich nochmal einen Teppich liegen. Aber wenn es diesen Sauberlauf- und Trockenlaufbereich außen gibt, kann das sehr gut funktionieren. Ich habe euch ja eben gesagt, es gibt hier eine Nachhaltigkeitszertifizierung. Da muss ja die ökologische Qualität, aber auch die Nutzungsqualität, also Barrierefreiheit stimmen und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird bewertet. Deshalb hat man hier an vielen Stellen Standardausstattung gezeigt. Dieses Parkett ist kein Standard, aber es ist natürlich einfach sehr, sehr schön. Das ist eine Eiche rustikal von der Sortierung, das heißt, man hat hier relativ viele Einschlüsse drin, Farbton Karamell, was die Ölung angeht. Das finde ich persönlich einfach sehr, sehr schön. Und wie gesagt, dann hier diese Eichensitzbank, so einen praktischen Schutzschrank zum Aufklappen, wo man ein bisschen was unterbringt. Und hier diese Rückwand, die Schallschutzoptik und Wohnlichkeit in einem bringt. Wenn ihr jetzt in einem Familienhaus hier eine Einbaugarderobe, also einen geschlossenen Schrank haben wolltet, passt das natürlich hier auch hervorragend hin. Dann müsstet ihr vielleicht die Wand ein Stück weiter versetzen, dass ihr hier die 60 cm Tiefe habt und dann bei der Elektrobemusterung natürlich auch hier keine Schalter setzen oder das Ganze entsprechend nach hinten. Jetzt schauen wir gerade mal nach der lichten Raumhöhe. Das ist nämlich hier Standard 2,44 Meter lichte Höhe. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber die Raumproportionen passen hier sehr gut. Es drückt also nicht. Wichtig für die Barrierearmut oder Barrierefreiheit ist auch genug Bewegungsfläche. Die Diele hat insgesamt 17 Quadratmeter. Und wir haben hier die Bewegungsfläche von 1,80 x 1,80, die dann eben freigehalten sein muss vor und hinter der Haustür, was an der Stelle auch passt. Zum Thema Barrierefreiheit. Die Türen sind hier auch gleich schon überall verbreitert. Die haben eine lichte Durchgangsbreite von 1 Meter, was sehr wichtig ist. In dem Zusammenhang sind die Türen auch erhöht. Statt 2,01 Meter Standard sind es 2,10 Meter. Das wäre jetzt also auch nicht Standard, aber die Oberfläche, dieses Weiße mit den runden Kanten, das wäre dann wieder Standardausstattung. Wo wir gerade beim Thema barrierearm sind, gucken wir mal hier ins Gäste-WC. Ich habe euch ja gesagt, die Tür ist breiter, ist schon 1 Meter lichte Durchgangsbreite. Dann braucht man natürlich hier auch ein kleineres Waschbecken, damit die Tür aufgeht. Und wenn ihr jetzt hier die Durchgangsbreite haben wolltet, auf das Urinal würde man wahrscheinlich im Kundenhaus sowieso verzichten, das Waschbecken ein bisschen weiter nach da, dann würde das passen. Man bekommt natürlich bei 3,5 Quadratmetern auch noch eine Dusche mit rein. Da wurde jetzt hier aus Kostengründen auch verzichtet. Dann bräuchtet ihr natürlich eine andere Fensterlösung. Bodentiefe Fenster neben dem Klo, kennt ihr meine Meinung eh dazu. Da könnte man auch mit Brüstung arbeiten. Wenn ihr jetzt da hinten eine Dusche drin haben wolltet, eine bodengleich gefließte, könnte man hier mit so einem hochliegenden Fensterband arbeiten. Das würde funktionieren. Man könnte auch hier nochmal eine Nische einlassen, denn dahinter ist der Technikraum, dass man da eine Dusche in der Nische haben kann. Da wäre also genug Platz für alles. Von der Ausstattung her haben wir jetzt hier 60x60 Feinsteinzeug. Die sind tatsächlich Standard, die wären also auch so drin in der Standardausstattung. An der Wand wären dann im Standard 30x60 Fliesen. Hier sind die 60x60 Fliesen hochgezogen, was ich sehr, sehr schön finde, auf einer Höhe von 1,20. Und auch sehr schön, auf beiden Seiten läuft hier das Fugenmuster durch, auch in der gefliesten Fußleiste. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich finde, es lohnt sich drauf zu achten. Auch hier haben wir wieder die Einbaumöbel, hier den Unterschrank aus der Schreinerei des Hausherstellers. Und es gibt hier insgesamt für den Raum, der übrigens auch 1,20 breit ist, wirklich die nötige Bewegungsfreiheit und Wohnlichkeit. Auch wichtig für die flexible Nutzung und damit ein Punkt bei der Nachhaltigkeitszertifizierung. Es gibt im Erdgeschoss noch ein Zusatzzimmer, Gästezimmer, Büro oder drittes Kinderzimmer, das jetzt in dem Fall 12 Quadratmeter hat. Hier haben wir jetzt zwei bodentiefe Elemente drin, so Tri-Kipp-Beschläge, die sind 95 cm breit, etwa 2,7 hoch, könnt ihr euch schon mal merken, ist hier überall so von den Formaten. Und man hatte, wie gesagt, hier war eigentlich auch so ein breites Fenster geplant mit so einer Festverglasung daneben, wie wir sie drüber sehen.
Aber dann ist es so, der sommerliche Wärmeschutz ist ganz wichtig. Kommt sehr viel Wärme rein und das ist hier ein südwestgelagertes Zimmer, also hier Westen, Südwesten. Und dann kriegt man das vom sommerlichen Wärmeschutz nicht mehr vernünftig verschattet im Sommer. Deshalb ist hier dieses schmalere Element reingekommen, ist auch viel, viel besser für die Möblierbarkeit von diesem Zimmer. Dann kann man nämlich hier im Bett, einen Schreibtisch, einen Schrank viel besser stellen, als wenn ich da eine riesen Glasfront habe. Außerdem noch ein Kostentipp-Aspekt. Es wurden bei diesem Haus diese etwas teureren Lamellenjalousien nur da eingebaut, wo Südwestlage ist, wo man eben auch im Sommer tagsüber runter machen muss, um zu verschatten. Und da kann man eben auch durchgucken, wenn sie runtergelassen sind. Und auf allen anderen Seiten, wo man nicht unbedingt verschatten muss, Norden, sind dann die etwas billigeren Rollläden eingebaut worden, die dann eben auch dunkel machen und den Sicht komplett verhindern, wenn sie zu sind. Also das nur mal so als kleiner Tipp. Hier ist übrigens auch überall schon die elektrische Verschattung mit drin und das Ganze ist ein ganz Basis Smart Home mit einer Funklösung, die jederzeit erweitert werden kann. Eingebunden sind aber die Verschattungen für den sommerlichen Wärmeschutz. Das heißt, die lassen sich steuern, sonnen- und hitzeabhängig. Und das gibt natürlich auch wieder einen Pluspunkt. Und jetzt schauen wir uns mal den großen offenen Wohn-Ess-Kochbereich an. Der Wohn-Ess-Kochbereich hat insgesamt 46 Quadratmeter, ist ganz gut proportioniert, wie ich finde, auch mit dieser lichten Raumhöhe von 2,44 passt es gut zusammen. Der Wohnbereich ist kleiner als der Ess-Kochbereich. Das liegt daran, dass immer mehr Baufamilien eigentlich mehr Wert auf die Küche legen und sagen, Fernsehen zusammen im Wohnzimmer macht man eh nicht mehr. Das streamt jeder in seinem Zimmer, was er sehen will. Deshalb wurde hier auch Wert auf große Rückzugsflächen oben gewählt und diese Wohnnische hier unten ist eher kleiner und so ein bisschen nach rechts aus der Sichtachse vom Eingangsbereich rausgerückt. Hier haben wir nochmal das Thema Kostenoptimierung. Wir sehen, hier gibt es relativ viele Festverglasungen. Einmal dieses schmale Element 96 x 2,07 Meter und hier auch diese größeren Elemente. Da gibt es jetzt rechts eine Festverglasung, die ist 1,50 x 2,07 Meter und diese Öffnungsflügel, das sind normale Drehkippbeschläge, die sind genauso breit wie die Fenster oben. Das sind dann auch mal die ungefähr 96 cm und das bringt viel Licht rein, ohne dass man die teuren großen Hebeschiebetüren braucht, die wirklich richtig viel Aufpreis kosten. Aufpreis ist ein guter Stichwort. Wir haben hier zum Beispiel auch aus Kostengründen überall diese, wie ich finde, sehr schönen Aufputz-LED-Strahler verbaut. Oft sind es ja so in die Einbaudecke eingelassene Leuchten. Auch das ist ein Kostenfaktor. Hier sind jetzt allerdings aufbemustert 2 Lichtauslässe mehr, als im Standard drin wären. Da wäre nämlich im Wohnzimmer in der Decke einer. So ein zusätzlicher Lichtauslass kostet euch etwa 40 Euro. Wenn ihr dann eine Aufputzleuchte draufsetzt, alles wunderbar. Wenn ihr so eine versenkte Geschichte haben wollt, kostet es etwa 140 Euro Aufpreis. Und dann muss ja auch noch der Deckeneinlass entsprechend gefräst und gemacht werden. Also auch hier kann man Kosten sparen, versteckte Kosten, die man vielleicht nicht sieht und die man mit einer schönen Leuchte auch gut lösen kann. Was man auch in der Decke ansonsten noch sieht, ist hier die Zuluft von der kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Den Technikraum schauen wir uns nachher noch zusammen an. In diesem Musterhaus gibt es hier eine ganz neue Technik. Also wir haben einmal eine Fußbodenheizung über eine Luftwasserwärmepumpe, die im Sommer auch reversibel laufen und kühlen kann. Aber es gibt hier auch eine Lüftungsanlage, über die nochmal gekühlt und temperiert werden kann. Und das Besondere ist, die ist trotzdem nachhaltigkeitszertifizierbar und förderbar, weil das Ganze mit Photovoltaikstrom vom Dach betrieben wird. Die Anlage muss dann ein bisschen größer sein, das ist aber hier gegeben und es gibt natürlich auch einen Speicher. Jetzt sind wir hier schon an dieser wunderschönen Essplatzlösung, wo auch wirklich viel Licht reinkommt. Und ich will euch jetzt mal kurz zeigen, wenn ihr natürlich jetzt einen Drehkippbeschlag habt aus Kostengründen, habt ihr hier eine relativ hohe Austrittsschwelle.
Das ist jetzt nicht mehr barrierefrei. Es gibt da drüben gleich noch eine andere Lösung, die ich euch zeige. Aber wir schauen jetzt hier einmal kurz raus. Wir haben jetzt hier draußen so ein Lamellendach. Das ist natürlich ein Add-on und jetzt nichts Kostengünstiges in dem Sinne. Das ist hier die High-End-Lösung. Das Ganze ist ins Smart-Home-System eingebunden mit steuerbaren Lamellen, die auch ganz dicht machen können. Wenn es regnet, wird es hier wirklich regendicht und dann entwässert das über den Rahmen. Hier ist eine LED-Beleuchtung eingelassen. Das Ganze kann, wie gesagt, ins Smart-Home-System eingebunden werden. Es gibt auch Seitenmarkisen, dass man hier Windsicht und Wetterschutz eben auch von der Seite hat. So ein Ding kostet euch, sagen wir mal, ab 30.000 aufwärts, ist also nicht billig, lohnt sich aber. Ihr seht schon, hier wurde auch an die Außensteckdose gedacht und es gibt jetzt hier unterschiedliche Anschlüsse. Das hat was mit der extra flachen Schwelle zu tun, die zeige ich euch jetzt gleich hier. Das wäre jetzt die barrierefreie Austrittslösung, da ist jetzt so eine extra flache Schwelle eingebaut. Und da habt ihr natürlich jetzt Mehrkosten von etwa 900 Euro pro laufenden Meter. Das heißt, bei einer Tür geht das noch. Wenn ihr eine lange Front mit Hebeschiebetüren habt, wird es richtig teuer. Da ist eben jetzt nicht nur der Aufbau dieser Schwelle irgendwie komplex, sondern es muss eben auch der Wasserablauf, der Spritzwasserschutz hier aufwendig geregelt werden. Denn ihr habt dahinter direkt Parkett, wenn da mal drückendes Wasser reinkommt. Und so weiter. Es gibt hier so Gummilippen, das Ganze schließt schon auf jeden Fall dicht ab. Aber ihr habt eben nicht so eine Garantie, wie wenn ihr eine Schwelle habt. Diese Lösung wäre dann barrierefrei. So könnte man die Terrasse eben auch barrierefrei erreichen. Und dann habt ihr eben, wie gesagt, insgesamt eine etwas aufwendigere Lösung. Hier kommen wir jetzt direkt in die Küche rein. Da ist es jetzt so, dass wir auch hier von den Abständen eigentlich überall genug Platz haben. Hier ist jetzt der Abstand zu diesem Kochtresen 1,20, ist jetzt im Musterhaus etwas breiter gewählt, weil hier ja manchmal wirklich viele, viele Menschen durchlaufen. Optimaler Abstand, sagt man ja, ist 1,10 Meter, damit man ohne Zwischenschritt vom Herd zum Waschbecken kommt. Insgesamt finde ich die Anordnung hier erwähnenswert, weil wir haben jetzt mal den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination getrennt vom Backofen. Das heißt, auf der Seite Kälte, auf der anderen Seite der Backofen, wo es warm wird. Dann gibt es hier eine etwas tiefere Nische für die Küchenrückwand, was ich auch sehr schön finde. Also entweder finde ich, sollte die Wand so abschließen, dass es wirklich bündig ist, oder es ist eben wirklich ein Stück mehr. Dann kann ich da Schalter platzieren, Handtücher aufhängen, habe für die Küche einen geschützten Raum. Und was ich sehr schön finde, ist auch hier diese nochmal zurückversetzte Ebene. Man hat hier oben Stauraum für Dinge, wo man nicht immer dran muss. Hier dann Bewegungsfreiheit fürs Arbeiten und Push-to-Open hier wieder diese Schränke mit dieser geriffelten Echtholz-Eichfurnier. Und das ist wirklich total schön. Das gibt dieser Küche zusammen mit diesen Beige-Tönen so was ganz, ganz Wohnliches. Und vor allen Dingen sieht man hier nie irgendwelche Fingerabdrücke dran. Nicht ganz so pflegeleicht, aber sehr schick sind natürlich diese schwarzen Waschbecken. Diese schwarzen Armaturen matt, das ist übrigens auch kein Standard, das sowieso nicht. Ne? Das ist dieser Hahn, der auch kochend Wasser und Sprudel mit einem, also einem Hahn bringt. Da hat man dann hier unten drunter den Platz für diese Kartuschen, da muss man immer dran denken. Auch in den Bädern waren hier schwarz-matte Armaturen. Lohnt sich da über eine Weichwasseranlage nachzudenken wegen der Kalkflecken? Das ist natürlich kein Standard. Auf der Seite haben wir jetzt den großen Kochtresen hier, das Kochfeld mit dem Abzug nach unten, was ich immer sehr schön finde, wenn man hier nichts hängen hat. Dafür diese schwarzen Leuchten, die hier gut Licht machen. Ich persönlich würde mir da noch eine in die Mitte hängen, damit ich auch in meine Töpfe gucken kann. Aber total lobend zu erwähnen, dass es hier auf beiden Seiten diese ausklappbaren Steckdosen gibt. Das heißt, ihr könnt also auf euren Mixer anschließen, je nachdem, wo ihr gerade püriert, wo ihr die Küchenarbeitsmaschine stehen haben wollt. Klar, darauf kann man jetzt nicht so gut schnippeln, ihr nehmt euch ein bisschen Arbeitsfläche, aber an Steckdosen solltet ihr auf jeden Fall denken in der Küche. Von den Maßen haben wir jetzt hier 2,10 m mal 96 m. Wie gesagt, das ist jetzt von beiden Seiten mit Stauraum nutzbar. Könnte man auch noch ein bisschen breiter machen. Man hätte hier noch den Platz. Dann wäre das Ganze auch noch mal von der Arbeitsfläche ein bisschen großzügiger. Musik.
Bevor wir hochgehen, zeige ich euch noch kurz den Hauswirtschafts- und Technikraum. Der ist hier direkt hinter der Haustür, hat etwa 11 Quadratmeter und ist zweigeteilt. Das ist ganz schön, weil ich dann hier vorne so einen Hauswirtschaftsbereich habe. Der ist hier tatsächlich mit einem natürlichen Tageslicht versorgt. Hier gibt es einen Anschluss für Wasser, Waschmaschinen und Trockner. Hier kommt der Wäscheabwurfschacht von oben vom Bad an. Auch ein Feature, das sich wohl viele Baufamilien wünschen, zeige ich euch nachher auch nochmal von oben. Und hier ist die Technik drin. Wir haben hier dieses große Gerät, das ist die Luftwasser-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, alles in einem. Braucht zwar viel Platz, ist dafür aber komplett innen aufgestellt. Ihr habt also kein Problem mit einer Außeneinheit, die hässlich ist oder Krach macht. Dann gibt es hier jetzt ganz neu dieses Teil dazu. Das ist nochmal was, was die Luft temperieren kann. Also das heißt kühlen, angeblich bis zu 6 Kelvin runterkühlen oder auch temperieren. Und das Ganze ist tatsächlich nachhaltigkeitszertifizierbar und förderfähig. Eine Klimaanlage ist nämlich für so eine Nachhaltigkeitsgeschichte ein Ausschlusskriterium. Dann haben wir natürlich hier den Speicher, der hat eine Kapazität von 4,95 Kilowattstunden, der Wechselrichter und auf dem Dach die PV, das sind dann jetzt 12 oder knapp 13,3 Kilowatt Peak Leistung. Und wenn die eben groß genug ist, dann könnt ihr so eine Sache auch mit fördern lassen. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Erwähnenswert ist in diesem Haus auch die Geschosstreppe, die auch vom Haushersteller selbst gefertigt wird. Das ist eine sehr schöne, gerade, zweiläufige Treppe mit Podest dazwischen. Die ist eben auch barrierearm. Da kann man guten Treppenlift anbringen. Und es ist eben eine aufgesattelte Wangentreppe in Faltwerkoptik. Das heißt, die Setzstufen und die Trittstufen laufen hier wie so gefaltet, ohne Unterschneidung. Das ist immer eine Stolperfalle. Das heißt, die Treppe hat auch genug Platz. Es ist verleimte Eiche. Es ist also auch wirklich richtig volles Holz. Das ist sehr schön und auch selbst vom Hersteller hergestellt, dieses Flachstahlgeländer mit dem Holzhandlauf. Bei einem Haus auf Bodenplatte könnte man das natürlich ganz geschlossen machen, da ein Abstellraum drunter. Dann hätte man da auch keine Fensterscheibe, aber hier unten drunter ist auch ganz schön. Hier drunter ist nämlich mein Lieblingsversteck. Und zwar nicht nur für diesen Heizkreisverteiler von der Fußbodenheizung, sondern natürlich auch zum Häuschen bauen für Kinder. Und dann ist das wirklich super toll, wenn man da diese Festverglasung hat und sogar rausgucken kann. Überraschung! So, und jetzt, ihr Lieben, fahren wir mal hoch. Beim Hochgehen merkt man, dass das hier sehr angenehm ist, dass die Treppe wirklich stabverleimtes Massivholz ist. Das ist auch trittschalltechnisch sehr angenehm. Schön ist auch, dass dieser kleine Flur hier oben, der 6,4 Quadratmeter hat, toll belichtet ist durch diese Festverglasung. Die ist 1,70 x 1,70 etwa. Und von der lichten Raumhöhe haben wir hier oben auch 2,44 Meter. Die Dämmebene liegt in dem Fall in dieser Zwischendecke. Und was ich euch noch sagen möchte, hier seht ihr ja so eine Bodenklappe. Das Ganze ist jetzt kein günstiges Binderdach, sondern ein richtiges Pfettendach. Das heißt, da oben ist nochmal ein Dachraum, auch mit einer begehbaren oberen Geschossdecke, sodass man da nochmal Speicher hat, wo man Sachen lagern kann. Etwa 1,80 Stehhöhe bleibt euch da in der Mitte noch bei dieser Dachneigung von 22 Grad. Dieser Flur trennt gleichzeitig die beiden Kinderzimmer und Elternschlafzimmer mit Ankleide und Bad auf dieser Seite. Und in die Kinderzimmer schauen wir jetzt mal rein. Thank you.
erste Kinderzimmer hat rund 17 Quadratmeter und ist, wie ich finde, sehr gut proportioniert. Es ist fast quadratisch und hat auf zwei Seiten Licht durch diese sehr, sehr besonderen und, wie ich finde, ganz schönen Fensterformate. Das ist jetzt kein bodentiefes Element, sondern wir haben eben diese immer gleiche Breite von etwa 96 cm, Höhe etwa 1,70. Das war genau wie die Festverglasung im Flur, dass wir da umlaufende Höhen haben. Und da gibt es eine 40 cm hohe Brüstung, die für den Raum einfach im Obergeschoss sehr angenehm ist. Die restliche Absturzhöhe wird durch diese in die Leibung integrierte Glasbrüstung hier sichergestellt. Und außerdem sind aus Sicherheitsaspekten hier oben auch alle Fenster abschließbar. Das hat auch was mit Einbruchschutz zu tun. Und auch das gibt nochmal Punkte bei der Nachhaltigkeitszertifizierung. Das zweite Kinderzimmer liegt hier direkt nebendran. Übrigens sind auch hier oben die Türen verbreitert. Man sieht das schon, Durchgangsbreite 1 Meter, was ich sehr schön finde. Hier haben wir auch wieder 17 Quadratmeter. Auch die Fensterplatzierung genau gleich. Super flexibel nutzbare Zimmer, die auch mal getauscht werden können. Und es gibt keinen Streit zwischen den Geschwistern. Auf dem Boden ist im Obergeschoss übrigens auch dieses wunderschöne Eicheparkett überall verlegt, was ich sehr wohnlich und sehr angenehm finde. Im Standardpreis wäre da Laminat mit drin. Hier im zweiten Kinderzimmer ist jetzt der Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung drin. Kann man machen. Und wir sehen hier auch nochmal die Zuluft von der Lüftungsanlage in jedem Raum, die dann hier oben in den Wänden verteilt wird. Direkt gegenüber vom zweiten Kinderzimmer liegt das Elternschlafzimmer mit integrierter Ankleide. Der Raum hat 13,3 Quadratmeter, die Ankleide sind nochmal 7,7. Es ist also wirklich geräumig. Von der Oberfläche vielleicht mal ganz kurz. Wir haben hier im Musterhaus Malervlies gestrichen. Das heißt, da benötigt ihr dann die Q3-Spachtelung, wo eben flächig verspachtelt ist. Im Standardpreis ist normalerweise Q2 gespachtelt, da sind dann nur die Fugen verspachtelt, da könnt ihr eine Tapete oder eine Raufaser drauf machen. Wenn ihr diese glatte Optik im ganzen Haus an allen Wänden und Decken haben wollt, kostet euch das fürs ganze Haus etwa 7000 Euro Aufpreis. Sehr schön finde ich jetzt in diesem Zimmer die Fensterplatzierung. Also wir haben jetzt wirklich diesen etwas geschlossenen Bereich, wo das Bett steht. Und dann eben hier wieder diese besonderen Formate mit der 40 cm hohen Brüstung. Das heißt, das Licht kommt jetzt hier rein um die Ecke, wo die Ankleide ist. Eine Sache zur Fensterplatzierung in der Ankleide, weil das Ganze ja symmetrisch ist und dieses Fenster mittig platziert ist, sitzt es jetzt hier ganz nah an der Wand. Das heißt, der Schrank kann nicht bis dahin durchgezogen werden. Das müsst ihr euch halt überlegen, was euch wichtiger ist, die Symmetrie oder die Schrankstellfläche. Die Ankleide ist wirklich groß, die ist 2,20 breit. Das heißt, man kriegt hier zweizeilig auch einen 60 cm tiefen Schrank rein. Kann man sich also überlegen, mit diesen Akustikpaneelen ist es hier auch sehr schön. Es ist eine ganz angenehme Raumakustik hier drin. Diese Einbaumöbel sind auch wieder vom Haushersteller. Ich finde diese großen, flachen Schubladen sehr praktisch, weil man da einfach einen guten Überblick drin hat. Und natürlich, wenn ihr so viel Tageslicht in der Ankleide habt, würdet ihr hier Türen einhängen, damit euch die Sonne nicht eure Klamotten ausbleicht. Neben dem Elternschlafzimmer liegt das Familienbad, das mit 12,9 Quadratmetern wirklich fürstlich bemessen ist. Der Raum wirkt sehr groß, weil er Licht von zwei Seiten hat und weil wir natürlich auch hier keine Dachschrägen haben. Dann haben wir hier so eine halb freistehende Wanne mit der Rundung. Wanne lassen wohl auch immer mehr Baufamilien bei der Bemusterung weg, aus Kostengründen und weil sie nicht mehr benutzt wird. Mit kleinen Kindern ist es natürlich sehr praktisch. Schön ist bei so einem großen Bad, wenn man dann das WC durch so eine Schamwand ein bisschen abtrennt. Die ist jetzt hier etwa 80 cm mal 1,2 m. Dahinter verschwindet das WC in der Nische. Dann haben wir hier ein schmaleres Fenster. Von den Höhen ist es immer wieder genau wie alle anderen Fenster drumherum, dass da die Brüstungshöhe und oben eben die Sturzhöhe durchläuft.
Ihr wisst ja immer, was ich zu bodentiefen Fenstern sage, neben dem Klo. Aber im Zweifelsfall kann man da ja von unten so ein Plissee hinmachen. Und wir haben auch hier jetzt direkt nochmal die Steuerung für die elektrischen Rollläden. Und ihr seht schon, im Obergeschoss sind es dann überall die Rollläden, die dann eben den Vorteil haben, dass sie im Zweifelsfall auch komplett verdunkeln. Hier in der Ecke, dieser kleine Block, ist der Wäscheabwurfschacht, den wohl auch immer mehr Baufamilien sich wünschen. Praktischerweise ist hier drunter der Hauswirtschaftsraum und direkt die Waschmaschine. Die baut die Schreinerei des Hausherstellers auch so, wie ihr die haben wollt. In dem Fall ist das eine Klappe nach oben, die muss dann abschließbar sein, damit euch da kein Kind durchhüpft. Es gibt diese Schächte aber auch mit so einer Klappe, die man hier so seitlich aufklappt. Das geht dann gar nicht so weit auf und hat dann den Vorteil, dass man das Problem da gar nicht hat. Weiter geht's. Hier haben wir einen Handtuchheizkörper, der ist dann elektrisch betrieben, wie ihr sehen könnt. Den braucht man eigentlich jetzt vom Wärmeeintrag wahrscheinlich hier meistens nicht. Dann ist hier die Wand, so eine feststehende Wand für die Dusche. Das ist eine Walk-in-Dusche, die ist durchgefliest. Wir haben hier auf dem Boden wieder die Standardfliesen 60x60, die auch so im Standardpreis wären. Nicht Standard ist das an der Wand, da wären wie gesagt 30x60. Und hier haben wir eben umlaufend das ganze Bad 1,20 hoch, Fliesenspiegel. Auch das bringt sehr viel Ruhe und Wohnlichkeit in den Raum. Diese Dusche ist 90 cm breit und 1,50 tief, sodass ihr hier auch ohne Abtrennung, also ohne zusätzlichen Spritzschutz auskommt, was ich immer sehr schön finde. Wir haben jetzt hier so einen Rain-Dance-Duschkopf. Auch da muss man sich natürlich überlegen, hat eine hohe Durchflussmenge, was jetzt die Nachhaltigkeit, den Wasserverbrauch angeht. Auch das wird übrigens bei dieser Zertifizierung immer mit eingerechnet. Und man sagte mir, deshalb hätte man jetzt hier nur einen Waschtisch, denn dann hat man da eine Wasserzapfstelle weniger. Das würde natürlich platztechnisch hinpassen, dass ihr hier eben auch einen Doppelwaschtisch haben könnt für eine Familie mit 2, 3 Kindern. Auf jeden Fall empfehlenswert hier oben. Hinter mir haben wir wieder das Fenster, das ist etwas breiter, nämlich 1,5 Meter. Das ist eine Ausnahme aus der Regel, hier oben alles gleiche Fensterformate, weil es das Rettungsfenster ist. Dann hier eben auch mit Handkurbel, dass man es im Zweifelsfall aufmachen kann. Hier der Waschtisch-Unterschrank kommt auch wieder wie die anderen Badmöbel und Einbaumöbel vom Haushersteller. Und es ist eben sehr schön, dass es eben durchgehend dann in Eiche ist. Und sehr schön ist auch immer der hinterleuchtete Spiegel. Und da oben seht ihr jetzt im Bad, wird natürlich von der Lüftungsanlage abgesaugt. Ja, liebe Hausbräuen, jetzt haben wir alle Räume in diesem Musterhaus Urban Life gesehen. Es gibt zu diesem Haus noch verschiedene vorgeplante Grundrissvarianten zwischen 143 und 164 Quadratmetern, auch mit unterschiedlichen Dachformen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, kann ich euch empfehlen, die aktuelle Ausgabe unseres Hausbauhelden-Magazins. Das bekommt ihr ab 24.06. überall am Kiosk und da gibt es diese ganzen Varianten, da gibt es nochmal Infos zum Energiekonzept und auch zur Nachhaltigkeitszertifizierung. Wenn ihr euch das Haus online nochmal anschauen wollt, setze ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung unten einen Link in unsere Hausdatenbank. Da gibt es die Grundrisse, es gibt eine Preisinfo, auch eine Preisinfo für die Zertifizierungskosten, die der Hersteller ja mit eigenen Mitarbeitern während des Planungsprozesses anbietet. Und wenn ihr euch das Haus hier vor Ort mal anschauen wollt, es steht im Deutschen Fertighauscenter Mannheim, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.